Aus diesem und aus vielen anderen Gründen bin ich gegen eine allgemeine Impfpflicht. Zwang soll ja ausgeschlossen werden und ich muss Ihnen sagen, körperliche Gewalt zur Impfung wäre sowas von indiskutabel und grundgesetzwidrig, so offensichtlich, dass der Bundespräsident es niemals unterschriebe. Aber auch die allgemeine Impfpflicht ist nur schwer mit dem Grundgesetz in Übereinstimmung zu bringen, dazu wurde schon gesprochen. Außerdem haben wir ja real etwa 11 Millionen ungeimpfte Menschen über 18 Jahre. Wie viele Ordnungsämter brauchen wir eigentlich, um das Ganze irgendwie zu bewerkstelligen? Und staatliche Aufgaben können wir nicht einfach auf Unternehmen übertragen. Auch das sieht das Recht nicht vor. Eine Pflicht ohne Sanktion ist keine Pflicht. Also ging es doch letztlich wahrscheinlich nur als Sanktion um Geldbußen. Aber wer nicht zahlt oder nicht zahlen kann, kriegt stattdessen Ordnungshaft. Und abgesehen von der sozialen Frage, auf die Matthias Birkwald zu Recht hingewiesen hat, ist es völlig undenkbar, dass wir Ungeimpfte auf irgendeinem Weg einsperren. Das verträgt unsere Gesellschaft nicht. Es führte zu einer Vertiefung der Spaltung der Gesellschaft. Lassen Sie mich am Schluss Folgendes sagen. Statt einer Impfpflicht benötigen wir deutlich mehr Vertrauen, sonst wird die Demokratie immer mehr Schaden nehmen. 23,4% Nichtwählende, 10,3% AfD-Wählende, 8,7% wählten bewusst Parteien, die nicht in den Bundestag einziehen, weil sie alle diese Gruppen mit der etablierten Politik fertig sind, und zwar von der CSU bis einschließlich der Linken. Darüber müssen wir uns sehr viel mehr Gedanken machen. 37,5% der Bevölkerung vertraut der etablierten Politik nicht mehr. Und 5 bis 10% werden vielleicht normal, aber 37,5% sind viel zu viele. Und wir müssen uns wesentlich mehr Gedanken machen, wie man Vertrauen herstellen kann. Durch eine allgemeinverständliche Sprache, durch die Angabe der wahren Beweggründe für Entscheidungen, durch die Überwindung des gesamten Lobbyismus und vor allem durch deutlich mehr Ehrlichkeit.